Jetzt. Hallo meine Freunde, willkommen zum 10. Part der Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Mein Name ist Laurus, wie ihr ja wisst, und was soll ich sagen? Der 10. Part ist geschafft, wir leben. Ja, wir leben. Wir haben den letzten Part leider Lexa verloren. Oh mein Gott, wie konnte das so passieren? Das konnte passieren, indem ein Groudon mich gefickt hat, verdammte Scheiße. Wie auch immer. Wir haben fast diesen Fahrradweg, fertig. Und beherrschen gerade dieses Vogelupf. Aber es beherrscht gerade uns mit Kugelsaat. Es trifft Gott sei Dank nur zweimal. Wir können mit Finte viel Schaden machen. Und ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und auf jeden Fall wird Lea, wenn es irgendwann ein Sneebunner sein wird, unglaublich viel Schaden machen mit dem Walband. Und der Finte. Hoffen wir mal, dass es irgendwann ein Wunder sein wird. Und das Item finden. So, nächster Trainer. Und was hast du denn Schönes? Ein Rabauz. Okay, ich glaube, da möchte ich nicht mit Lea drinnen bleiben. Nee. Ich glaube nicht. Nee. Wir gehen auf Alexandra. Und kommt eine Kampfattacke. Tackle. Fast eine Kampfattacke. Gesichter. Ja, komm, erkenn mich. Ich bin voll ein Geist, Mann. Ich bin der Geist des Todes. Und es killt mich ganz. Schade. So, Sirblot. Und Rabauz ist aus dem Spiel genommen. Ich sollte mal gleich ein paar Heiler einsetzen. Ja, wäre ganz gut. Vor allem vom nächsten Encounter. Wenn wir da nicht vorher irgendwie ein Dings finden, ein Pokémon Center. Hier gehen wir an Lea. Denn Lea soll die Erfahrung von diesem Schalkereien mitnehmen. Mit der Finte wird es hoffentlich viel Schaden machen. Boing! Und es killt nicht ganz. Absorber, ja komm, es macht nix. Ja, es ist nur ein Absorber. Geh weg mit deinem Absorber, Mann. 6 Schaden, ich bitte dich. Gegen ein Sneebel. Egal. Chelkerein ist auf jeden Fall besiegt. Oh, das ist der Speed-Button. nicht Kuh. Und dich wollen wir auch noch besiegen. So. Dann haben wir auch alle Trainer auf dieser Brücke besiegt. Und du hast was? Ein Nidoran. Okay, ich glaube, das Ding kann Doppelkick, wenn ich mich nicht irre. Ja, okay, Nidoking hat. Ich nehme übrigens den 9. und 10. Part, also hintereinander auf. Und im letzten Part hat ein Nidorino gegen uns Doppelkick eingesetzt. Deswegen gehen wir jetzt auf Alexandra, um den Scheiß abzufangen. Oh, ich hab vergessen, Fahrer allein zu setzen. Gut, Laurus, gut. Hornattacke. Macht ein bisschen was, aber wir haben die Egelsamen und dann heilen wir uns erstmal wieder hoch. Klingt solide, oder? Oder wir sind geparat. Los, Furien. Dein Ernst? Furienschlag. Geil. Dankeschön, Egelsamen, dass ihr durchkommt. Jetzt saugt es aus und gibt mir die ganze Lebensenergie. Los! Dankeschön! Bodycheck! Da kommt der Doppelkick, wie ich es gesagt habe. So, wie viel macht der Bodycheck? Natürlich geht er daneben. Was auch sonst. So, jetzt aber Bodycheck. Giftstachel bringt nicht so viel, denn wir sind geparat. Und jetzt aber Bodycheck. Bam! Reicht ja aus. Ganz knapp nicht, aber mit den Egelsamen sollte der ausreichen. Nice! So, dann haben wir Biker Anne auch besiegt. Jetzt sind wir endlich von dieser komischen Brücke runter. Und können endlich uns unter der Brücke einen Encounter feilen. Und ja, erstmal die Bären.
Eine Himbeere. Nice. Ich weiß nicht, was sie bringt, aber ist mir eigentlich auch relativ egal. Denn wir wollen den Encounter. Und da sollten wir uns erstmal wieder heilen, denke ich. Paraheiler, genau. Und wir haben noch zwei Supertränke. Wir verballern hier einfach mal jetzt hier. Wir heilen jetzt einfach mal Alexandra hoch. Und wir heilen einfach mal, würde ich sagen, Sven hoch. Und ich denke, wir können auch direkt mit Alexandra liegen gleich, wenn wir uns den Encounter schnappen. Denn die hat Schlafbruder. Und wir hatten noch Tuchschlag, ne? Tuchschlag kann ich irgendeine Pokémon beibringen, weil Tuchschlag ist super gut, um Pokémon zu fangen. Die, ja, also um super gut, um schwere Pokémon zu fangen. Also Tuchschlag, go. Lea kann das lernen. Nice. Dann bringen wir mal Lea Tuchschlag bei. Für den Verhöhner. Nice. So. Und gucken wir mal, was wir hier für einen Counter haben. So. Song. So, Encounter, Encounter, Encounter. Und es ist ein... ein Wablu. Das ist cool. Ich mag Wablu. Leider ist es wieder mal so ein... es ist halt cool, aber es hat kein guter Encounter. Ich weiß nicht, wann es zu Altaria wird. Bis dahin ist es einfach nicht gut. Leider. Aber du schläfst erstmal, Wablu. So. Wir machen mal. Ach, wir gucken mal, wie viel Schaden Rasierblatt macht. Ja, ich meine, es ist immerhin ein Barlow, es ist vielfach resistet. Oh, das macht okay einen Schaden. Das heißt, ich mache mal einmal rasiert und dann werfe ich einen Ball. Genau. Wacht mal nicht auf. So, danke. Jetzt sollte das auch eigentlich vielleicht mit einem Pokéball ausreichen. Wir haben 12 Stück. So, reicht es aus? Es reicht aus. Sehr gut. Wir haben Wablu gefangen. Und Leute, folgendes. Ich hatte die Idee, da wir jetzt hier fertig mit dem mit der Brücke sind, dass ich hier gleich einen kurzen Cut mache. Also ich muss Wablu einspielen. Genau. Es ist ein weibliches Wablu. Wir nennen Wablu. So, wir nennen Wablu einfach mal wie ein Mädchen vom Teamspeak, nämlich Annika. So, Annika wurde in Box 1 gelegt. So, meine Idee war, da wir jetzt mit der Brücke fertig sind, werden wir einfach mal hier einen kleinen Cut machen. Und ich werde das Ei ausbrüten. Und ja, das werde ich einfach mal upspeeden. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, ich habe mich dazu spontan entschieden, doch zu karten. Ja, ist wahrscheinlich besser. Und ja, das Ei schlüpft jetzt aus und wir erfahren jetzt, was ist. Und es ist ein... das ist nicht gerandomized. Schade. Gut. Da das Ding nicht gerandomized ist, was ich eigentlich eingestellt habe, dass Eier auch gerandomized werden sollen. Geil. Werden wir dieses Tokio auch nicht benutzen. Schade. Aber ja. Rote Zorn 7. Das heißt, wir dürfen einen Counter fangen, oder? Ne, dürfen wir nicht. Wir haben ja schon einen Counter gefangen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Nee. Ich guck mal auf die Karte. Ne, das war nicht die Karte. Das ist der Trainerpass. Gut Job, Laurus. Sollte mir die Routen aufschreiben, das wäre sinnvoll. Karte. Also. Hier sind ein Erzling. Das heißt, wenn wir einen Erzling nach oben gehen, haben wir da schon einen Counter gefangen. Ne? Wenn ich nicht... ja, haben wir. Genau, in Runde 206 haben wir jetzt auch einen Counter, Runde 207 haben wir auch einen Counter. Genau, das heißt, wir gehen jetzt nach rechts. Und das ist...
Genau. Wollen wir. Wir gehen das mal. Wir machen das mal Route 206 bashen, würde ich sagen, und die ganzen Items da aufsammeln. Das macht erstmal mehr Sinn. Und da gibt es auch noch eine Höhle, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und da können wir auch noch einen Encounter fangen. Deswegen gehen wir da auch hoch. Es gab es hier noch so. Es gab. Carpador! 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 Natürlich super. So, erstmal das Item hier. Heilball. Oh, ist nicht so bad, aber es gibt besseres, denke ich, ja. So, und da oben ist, müsste jetzt die Höhle sein. Aber nein, wir müssen erstmal diesen Encounter triggern. Was ein Schmerbel ist. Gut. So, Flucht. Wir flüchten wie die Feiglinge. Und hier oben ist noch ein Item. Und da oben müsste auch die Höhle sein. Jan Milger. Ich bin Jan Milger. Ich kann nur so reden. Jan Milger. Meine Stimme versagt, glaube ich. So. Und das ist ein... Oh, Schurtkraut ist nicht bad. Da ist noch ein Trainer. Den bashen wir, habe ich gehört. Oh, jetzt müssen wir da rumfahren, ne? Toll. Geil. Aber erstmal den Trainer bashen. Der Wanderer Karte. Der Wanderer Karte. Gut, Laurus, gut. Der Wanderer Kate. Meine Fresse, ey. Ich bin ein guter Spieler. Superschall. Geht daneben. Ach. Verdammt. Ja. Wer sich zu früh freut, ne? Den bestraft das Leben. Gut, dann, gehen wir halt ins Schwen. Ja, wir gehen ins Schwen. Muggelbaum! Der Superschall geht schon wieder daneben. Ich würde mir mal Gedanken machen. Und das Giftfutter geht auch daneben. Ich würde mir mal Gedanken machen. Vielleicht solltest du noch ein bisschen Zielwasser nehmen. Tschüss, Omot. Ein Bronze. Damit kann ich leider gar nichts machen mit Schwen. Das heißt, wir gehen einfach mal leer. Finte! Ja. Wirklich Konfusstrahl. Wirklich Konfusstrahl. Wirklich. Oh Gott. Ich hasse Konfusstrahl. Los, Ashy! Ach, Gott sei Dank ging's daneben. Holy shit, so Glut. Bitte reich aus. Dankeschön. Wir haben Wanderer Kate besiegt. Sehr gut. So, da jetzt ho. Und natürlich bekommen wir wieder einen Encounter. Ein Hunduster. Okay, ja, haben wir. Was haben wir? So, und wo war jetzt diese blöde Höhle? Erstmal ist da wieder ein Item. Nein! Ich wollte doch nicht den Encounter. Ein YouTube. Geil! Ich fliehe ganz geschwind! Ich fliehe ganz geschwind, habe ich gesagt. Ganz geschwind. Ganz geschwind. Danke. Superschutz. Der ist auch nice. Den könnten wir irgendwann mal gebrauchen. Und ein Schmerbebier. Ich will doch nur in die Höhle und da einen Encounter fangen. Aber nein. Niemand will, dass ich da hinkomme. Überall bashen mich irgendwelche. Dann gehen wir wieder zu Fuß. So, wo war jetzt die Höhle? Okay, wir gehen erstmal wieder hoch. Da ist die Höhle. Ha, wusste ich. So, Encounter. Los, was Gutes! Plauderguy! Woo! Plauderguy ist nice.
Ja, schlaf, Bruder. Aber leider lernt Plaudergei erst in der 6. Generation Boomburst, glaube ich. Dementsprechend, ja. Wieder mal ein okayer. Also eigentlich kein guter Encounter. Ich mag Plaudergei. Ich mag ja Plaudergei, aber nicht so ein Playthroughs, glaube ich. Nee. Eigentlich sucks, glaube ich, ein Playthroughs. Und ja, es wacht eh auf und Spiegeltrick. Ist das ein. Okay, Gott, ja, ich wollte gerade sagen. Wirklich. Na gut, aber wir wollen es trotzdem fangen mit dem Schlafbruder. Und ja. Schlaf, Plaudergei, schlaf. So, und mit dem Pokéball sollten wir das Ding auch fangen. Wir bekommen einfach keine guten Encounter, Leute. Das ist eigentlich ein Witz. Und dieses Plaudergei will sie nicht einfangen lassen. Ich meine, das ist ein fucking Plaudergei. Wird doch wohl nicht so schwer sein zu fangen. Komm, ich nochmal rasieren, Leute. So. Jetzt ist es in der guten Welt. Und es ist auch wieder auf. Warum machst du jedes Mal rasierbar? Das ist vierfach. Also Spiegeltrick, ne? Warum? Why? So, Schlafbruder erneut. Es geht daneben. Hm. Komm, Schlafbruder trifft wieder. Danke. Ich will diese Plaudergei haben, irgendwie. Ist zwar kein guter Encounter, aber Pokémon ist Pokémon, ne? Ich beschwere mich nicht, wenn ich irgendwann keine mehr habe. Ich gucke jetzt nach, was das Ding für eine Fangrate hat, ne? Ohne Witz, was ist das? Nein. So. Pokéball, go. Plaudergei. Ey. Eine Fangrate von 30. Willst du mich... Willst du mich ficken? Das ist eine... nein. Gut, dann machen wir es ganz... professionell. Wir machen nochmal Schlafbruder, komm. Oh, das hat Gesang. Oh mein Gott. Das Video entscheidet jetzt, ne? Danke. Oh mein Gott. Ich habe noch ein Tafelwasser. So, das ist mir jetzt ehrlich gesagt viel zu blöd. Und ach Gott. So, Trugschlag. Bam. Ah, das ist okay. Das ist mir jetzt egal. So. Jetzt aber Schlaf, Bruder. Dankeschön. Wenn es jetzt nicht in den Bällen bleibt, ne? Ah. So. Eins. 2, 3. Dankeschön. Schwere Geburt. Ist wieder weiblich. Geil. Brauch mehr. Ich brauche einfach mehr weibliche Zuschauer. Das geht so nicht weiter. Also, möchtest du den Blaulager einspielen? Ja, möchte ich. Wie nenne ich jetzt dieses Plaudergei? Das ist jetzt die Frage. Ach, wir nennen es einfach nach einer guten Freundin von mir. Wir nennen es einfach nach Anna Milena oder auch Mena genannt. Anna Milena ist jetzt ein Plaudergei. Yay! So. Dann gehen wir wieder zurück auf die andere Route. Ah, ich setze jetzt ja den Superschutz ein. Das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. So, Geweiher. So.
Und wir sind wieder am gleich am Anfang der Route. Und ja, wir haben ein paar coole Monsters gefangen. Zumindest okay. Also sie sind cool vom Aussehen her. Also ich meine, Plauder, also das ist, was heißt vom Aussehen her? Ich mag Plaudergeil eigentlich. Vom Design auch. Aber das ist halt nicht so stark und wir wollen halt ein paar starke Monster haben, ne? Wir wollen halt die Challenge auch gewinnen. Nicht nur, wir wollen nicht nur coole Monster, sondern auch starke Pokémon. Ja, wir werden jetzt einfach mal wechseln auf Sven. Das ist ja, kommt wieder ein Doppelkampf. Ah, das ist ja schon ein Doppelkampf. Ja, ich muss einfach mal den Rest gleich irgendwie heilen. Irgendwie ist diese Route so mega lang, aber vielleicht ist ja auf der Route auch ein Encounter, den wir fangen dürfen. Das ist, glaube ich, das ist eine andere Route, auf der wir sind. Also, wir waren noch nie auf der Route. Mamfaxo und Slimog. Okay, ist machbar. Muggelbaum! So, wir machen wieder mal Rasierblatt auf alle und Steinwurf auf Slimog. Mal sehen, wie viel das machen wird. Auf das Mamfaxo. Nicht so viel. Aber ich habe das Slimog geflincht. Ist nice. Amnesie. Es kommt natürlich der Boost durch. Jetzt kommt der Boost durch. Wir gehen nochmal auf Rasierblatt. Wir gehen mal fußig auf Mamfaxo kommen. Wir wollen mal Mamfaxo gerne besiegen, ne? So, Lebensstelle. Ah, das wird nicht so viel machen. Obwohl das effektiv ist. Ist halt nur 20 Base. 20 Base. Bam! Nice. Crit! Sven ist unser Critter hier. So, gehen wir mal auf Bodycheck. Und Steinwurf. Bam! Aussetzer. Ist das denn ernst? Na gut, ich will eh Steinwurf machen und es ging daneben. Na gut, dann klingelt halt der Bodycheck. Los! Ja, daneben, ey. Und jetzt habe ich auch noch Steinwurf gemacht. Nee, Zertrümmerer habe ich auch noch gemacht. Auch nicht Steinwurf. Ich finde, der Zertrümmerer geht eh daneben. Oh, er trifft. Toll, er macht kein Damage. Geil! Und die Verteidigung sind. Nice. Los, Bodycheck! Los, Steinwurf! Bam! Finally! Und Level Up. So, was mich am meisten interessiert, können wir auf dieser Route einen Encounter fangen? Erstmal bekommen wir die Wilbirbeere, ja, genau. Und müssen einen komischen Kauzier bekämpfen. Geil. Den Wanderer, die Wanderer Chloe bekämpfen wir. Und er hat einen Heatwin. Geil. Ich kann natürlich voll viel mit Alexandra jetzt hier machen. Super. Also ich denke, wir gehen jetzt mal an Sven. In Sven, weil Sven wird das eigentlich hoffentlich alles tanken. Der wird hoffentlich keine Lichtkanone kommen, sondern irgendwas mit Silberblick, genau. Und meine Idee war jetzt einfach mal, so voll fett krass auf Fußgänger zu drücken. Genau, Spam einfach Silberblick, damit sind wir alle zufrieden. Und Fußkick! Das ist immerhin ein Schuhe-KO. Antikraft, das ist speziell und nicht physisch, was sehr gut ist. Jo, und Bam! Und T-Twin geht down, ja, es geht down. Und ein Hunduster, das kennen wir, wir haben auch einen Hunduster, aber wir wollen erstmal hier in Verdimi gehen, denn Verdimi sollte das ganz gut handeln können. Und Verdimi ist immer noch voll. Ich muss bald heilen gehen. Wie weit ist denn die Stadt entfernt? Was ist denn das, ja? Kopfnuss! Und Schiss Hunduster. Ah, hier ist der Kraterberg, ne? Oh nein, nicht die... Bitte bettel nicht gegen mich.
rechts. Kampf. Was? Egal. Bitte battle nicht gegen mich, da habe ich jetzt nämlich keinen Nerv zu. Ja. Es ist mir egal. Items sind mir eigentlich voll egal. Und da oben komme ich nicht mal hin. Oder? Nö. Ja doch, könnte ich. Schutz wirkt nicht mehr. Bin ich da? Komm ich da hin? Ja, komm ich. Nice. Ja, ja, speed up. Und ein Votogel. Das kann nix, nice. Ja komm, das Ding kein Geschenk, das halte mich jetzt aber mal mit dem Geschenk. Wir machen mal Rasierblatt. Heil mich! Heil mich! Mist! Heil mich, habe ich gesagt! Los, Protogel, los! Heil mich! Nice! Gedreckt! Tschüss, Protogel, tschüss! Ein Trussler. Das können wir mit Ashy bashen. So. Bis. Und tschüss, Trussler. Krabums. Ja, wir wollen wechseln, weil, ja, da habe ich nämlich, wir wollen aber wechseln. Wir gehen natürlich in Verdimi. Wir können die Kopfnuss machen und mal gucken, wie viel Schaden das macht. Okay, jetzt boostet sich, geil. Warum ist er auch schneller als wir? Sind wir so langsam? Bitte. Immerhin tut er der Scheiß und er macht einen Biss. Das sollte allerdings nicht so viel machen, ja. Sehr gut. Krabums geht down. Und wenn ihr mir erreicht, Level 25. Alles sehr, sehr gut. So, da oben ist ein Item, das will ich haben. Und da ist. Erstmal ein Trainer. Also ich bin der Meinung, also mach noch die beiden Trainer jetzt hier. Und dann beende ich auch den Part. Also wir holen uns auch die beiden Items und dann beende ich den Part. Ein Quiekel, das sollte ich besiegen können mit dem Bodycheck, was ich nicht machen wollte. Ich wollte eigentlich Rasierer drücken. Egal! Bodycheck sollte ich glaube ich auch auf die Ausdauer bringen. Nee, gar nicht wahr. Aber meint. Dementsprechend können wir jetzt Rasierer drücken. Ausdauerschluck fehl und tschüss, Quiekel. Tschüss. So. Level 25 für Alexandra ist auch nice. Und jetzt kommt ein Kajapua. Das kann wieder mal Ashy besiegen. Also hoffe ich mal, wenn nicht, wäre es ein bisschen bitter. Aussetzer, ja, das bringt dir leider nichts. Und das killt. Nice. Gut gemacht, Ashy. Viel Erfahrung für dich. Und Level 19. So, Hundemon wäre echt geil, ne? Wenn wir Hundemon kriegen würden. Ja. So, und das kriegen wir nicht. Das kriegen wir nur mit Kraxler. Gut. Aber das Item bekommen wir. Vorher müssen wir diesen Wanderer nicht bashen. Meisterball ist geil. Wenn wir ein legendäres Pokémon finden, als Encounter, Meisterball, go. Nice. Ja, Meisterball gefunden. Geil. Das ist ziemlich geil.
Und der hat ein paar Pokémon. Ein Kok. Erstmal ein Koknodon. Ja, man muss es so aussprechen. Koknodon. Mit der Fähigkeit der Überbrückung. Geil. Großer Rasierblatt. Und Schuss. Und Pupanze soll. Das können wir einfach auch besiegen, ne? Ja, komm. Auch Rasierblatt und Schuss. Ja, neben, war ja klar. Und Felsgrab. Ja, ja, jetzt sind wir noch langsamer. Die arme Init. Ja, wir sind immer noch schneller, sehr gut. Und Schuss, Pupanze. Wir gehen ja locker flockig durch. Wir schnitzeln uns hier mit dem Rasierblatt einfach des Todes durch. So, ein Pfiffchen. Das können wir jetzt auch mal mit. Ich weiß nicht machen. Wir bleiben einfach drinnen. Ja, aber nicht so viel. Wir müssen einfach wieder heilen gehen, ja. Wir müssen einfach heilen gehen. Machen wir mal Rasierblatt. Und das. Killt. Good, nice. Und da kommt ein Arbok. Da wollen wir mal raus. Geh mal wieder an Verdemi. Und ja. Wanderer Webster. Bedroht er mich einfach. Ich bedrohe dich auch. Nimm das, Arbok. Nimm das. Und Kopfnuss des Todes. Und der ist schneller. Oh. Nicht so cool. Aber mal gucken, wie viel Schaden die Kopfnuss macht. Wir sind halt immer 6 Level über dem Arbok. Und das ist ein Two-Hit. Nice. Und Gott sei Dank ging der Giftblick daneben. Und ja, nice. Wir haben Wanderer Webster besiegt. Was ist hier oben eigentlich noch? Okay, nichts mehr. Okay, Leute, damit beende ich den Part. Im nächsten Part versuchen wir dann weiterzugehen. Ja, wir haben den Meisterball gefunden, was sehr nice ist. Das heißt, wir können legendäre Pokémon einfach fangen. Ohne Probleme. Und ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschüss!